Der Odenwald ist ein ca. 2500 Quadratkilometer großes Mittelgebirge zwischen Südhessen, Unterfranken und Nordbaden-Württemberg. Hindurch führt unter anderem die Odenwaldbahn, welche Darmstadt und Hanau im Rhein-Main-Gebiet mit dem baden-württembergischen Eberbach verbindet. Hier verkehren insgesamt 3 Regionalbahn und 2 Regionalexpresslinien, die sich in der Hauptverkehrszeit auf Teilabschnitten bis hin zu einem Halbstundentakt ergänzen. Die einzelnen Streckenabschnitte wurden alle zwischen 1870 und 1882 eröffnet und 2005 zuletzt umfassend modernisiert. Zwischen Darmstadt, Hanau und Großumstadt-Diebelsbach befindet sich die Strecke noch im Rhein-Main-Gebiet und dient dort vor allem Pendler. Auf dem Abschnitt zwischen Diebelsbach über Michelstadt und Erbach nach Eberbach kommt zudem ein touristischer Aspekt hinzu. Die Strecke ist nicht elektrifiziert und eingleisig. Einzige Ausnahme ist der Abschnitt zwischen Darmstadt-Nord und Darmstadt-Ost, der zweigleisig ist. Der 30 Kilometer lange Abschnitt zwischen Erbach und Eberbach besitzt keinerlei Begegnungsmöglichkeit, weshalb hier nur eine sehr geringe Zugfolge möglich ist. Dafür liegt auf diesem Abschnitt das 250 Meter lange und 43 Meter hohe Himmelchel-Viadukt sowie der 3100 Meter lange Gräbergtunnel, der längste eingleisige und nicht elektrifizierte Eisenbahntunnel Deutschlands. Außerdem befinden sich auf der Strecke noch der 1200 Meter lange Frau-Nauses-Tunnel zwischen Großumstadt-Diebelsbach und Höchst-Hetschbach sowie der 240 Meter lange Engelberg-Tunnel zwischen Oberramstadt und Rheinheim. Wie angesprochen, sind hier 5 Regionalzuglinien unterwegs. Es handelt sich um die zweistündigen Regionalbahnen der Linien 81 Darmstadt-Eberbach und 82 Frankfurt-Erbach, die sich zwischen Darmstadt-Nord und Erbach zum Stundentakt ergänzen. In der anderen Richtung sind die Endbahnhöfe vertauscht, sprich die RB 82 startet bereits in Eberbach und die RB 81 erst in Erbach. Hinzu kommt im Stundentakt die RB 86 Großumstadt-Wiebelsbach-Hanau. Außerdem verkehrt der zweistündige RE 85 Frankfurt-Großumstadt-Wiebelsbach über Hanau, der am Wochenende weiter bis Erbach verkehrt. Von Montag bis Freitag verkehrt zwischen Großumstadt-Wiebelsbach und Erbach stattdessen der RE 80 aus Darmstadt, der dann alle 2 Stunden eben zwischen Darmstadt und Erbach unterwegs ist. Zwischen Darmstadt bzw. Hanau und Großumstadt-Wiebelsbach verkehren RE und RB immer um circa eine halbe Stunde versetzt, sodass ein lückenhafter Halbstundentakt entsteht. Hinter Großumstadt-Wiebelsbach ist die Fahrzeitdifferenz zwischen RB und RE so groß, dass keine nennenswerten Taktergänzungen mehr entstehen. Im Berufsverkehr kommen auf dem RE 85 Verstärkerzüge hinzu, die dann einen reinen Halbstundentakt zwischen RE 85 und RB 86 zwischen Hanau und Wiebelsbach entstehen lassen. Außerdem verkehren diese Verstärker dann weiter bis Erbach und ergänzen sich dort mit dem RE 80 zum Stundentakt. Des Weiteren gibt es auch noch RB 81 Verstärker zwischen Darmstadt und Großumstadt-Wiebelsbach, die dann zusammen mit dem RE 80 und den stündlichen Regionalbahnen hier einen Halbstundentakt bilden. Dafür verkehrt dann anstelle der wechselweisen RB 81 und 82 Verbindung die RB 82 im reinen Stundentakt. Diese 5 Linien werden alle von der Vias betrieben, die hier Dieseltriebwagen der Baureihe 615 auch als Itino bekannt einsetzt, die abgesehen eines Einzelexemplares bei der Erfurter Bahn in Deutschland einmalig sind. Die Fahrzeuge kommen in 1- bis 3-Fach-Traktion zum Einsatz, ein Fahrzeug bietet jeweils 119 Sitzplätze. Auf der RB 86 kommen Lind-Triebwagen der Baureihe 622 zum Einsatz, die ca. 160 Sitzplätze bieten und bis auf einen HVZ-Verstärker aus Frankfurt immer in Einfachtraktion eingesetzt werden. Mehr über den genauen Streckenverlauf und die an der Odenwaldbahn liegenden Städte erfahrt ihr in 3 älteren, aber ausführlichen Dokumentationen, die in der Videobeschreibung verlinkt sind. Und damit verabschiede ich mich jetzt dann auch von euch, bedanke mich fürs Zuschauen bei diesem Video, tschüss und bis zum nächsten Mal.